Freunde, bin ich ganz gut im Bild? Reicht das so? Ist das okay? Tonqualität? Weiß ich nicht. Es ist immer noch am frühen Morgen. Ein Kaffee wurde sich schon intravenös eingeführt. So ungefähr. Um wach zu werden. Ja, Freunde. Ich war auf dem Polenmarkt Messer kaufen. Habe auch ein bisschen gefeilscht und einen kräftigen Rabatt gekriegt. Das muss ich jetzt nochmal überschlagen. Das grüne Deckchen wird ausgerollt. Ein Zeichen dafür, dass es um Waffen geht. Ihr kommt näher ran, braucht da nicht meine Hackfresse sehen. Aber dafür lieber das schöne Messerchen. Moment. Diese Kamera einzurichten, bis es nun denn endlich funktioniert, ist gar nicht so einfach. So, die grüne Traditionsdecke wurde ausgerollt. Weil, Freunde, ich glaube, diesmal habe ich etwas Schönes erbeutet, was mir auf den ersten Blick gleich gefallen hat. Ein mächtiges Messer. Ich würde es mal so sagen, im japanischen Stil gehalten, mit einer in meinen Augen nicht ganz passenden, aber zweckmäßigen Cordura-Scheide. Ich sage jetzt mal so, diese ist nicht so mindermäßig, wie man sonst erwartet. Sie ist wirklich fest, aber machen wir uns nichts vor, das wird einfach nur erreicht, weil man hinten dran noch eine Folienlage gegenklebt. Druckknopf, naja. Was steht da drauf? Funk. Funk. Also auf Englisch. Das soll bestimmt auf Englisch irgendwas bedeuten. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwas Asiatisches. So. Werbung auf dem Druckknopf. So. Ich sage auch mal so. Diesmal haben sie sich schon die Mühe gemacht und haben das Ding schon ein bisschen abgeflammt, damit es nicht austrennt, was man auch selten sieht, weil ihr wisst ja, Kunststoff heiß gemacht verschmilzt und trennt sich nicht weiter auf. Dann sind ein paar Nieten reingehauen, damit die Messerklinge sich nicht durcharbeitet. Das machen auch viele Hersteller nicht immer bei ihren Messern. Und damit dieses Ding nicht alleine rausrutscht, hat man das hier oben einfach verengt. Aber ich denke mir mal, für so ein schickes Messer sollte man sich doch lieber mal eine andere Scheide zulegen. Also die könnte man für den Alltagsgebrauch draußen schon nutzen, aber wer braucht schon immer draußen so ein Messer? Und guckt euch das mal an. Das ist doch ein schönes Messer, oder? Die schwarze Klinge, eine sogenannte Tanto-Klinge, die vorne, wie soll ich sagen, etwas hochgezogen ist. In meinen Augen ist das ein schickes Messer. Dafür hat der Kollege an seinem Stand 19 Euro aufgerufen. Inwieweit das realistisch ist, müsst ihr entscheiden, ob ihr da im Netz etwas günstigeres gesehen habt. In meinen Augen glaube ich, mich zu erinnern, dass ich so etwas schon mal irgendwo gesehen habe. Und das ist wieder von Kandar. Kandar, das habe ich schon mal gehabt. Oh, das ist ja jetzt links rum. Okay, glaubt mir es einfach. Und ein sogenannter Stahl namens Z.373551. Das kann man ja googeln. Dann wird das sofort angezeigt, ob das etwas ist oder nicht. Jedenfalls ist Kandar wohl eine richtige Firma. Ich kenne bloß den Schriftzug, aber scheinbar haben die auch so ein Logo. Also ein K im Kreis, ähnlich einer Windrose, sage ich jetzt mal so. Und dann ist die Klinge schön geschwärzt. Das sieht gut aus. Das nächste ist eine Griffwicklung. Ja, aus, wie sagt man dazu nochmal? Paracord. Und ihr wisst ja, Paracord geht immer. Hier oben kann man sich schön, Mizi, die spielt immer mit dem Ladegerät. Ach, Katze. Mensch. Die spielt immer mit allem, was vom Tisch runterhängt. So. Paracord geht immer, braucht man als Kerl, keine Ahnung wofür. Und jedenfalls ist das mein Ogen ein schickes Messer. Und jetzt tun wir einfach mal einen kleinen Schnitttest machen. Das ist ein mächtiges Messer, fast schon so ein Tanto. Und da kommt es mir in den Sinn, Mensch, sowas verlangt doch nach einer schönen Holzscheide. Mensch, Holz
habe ich als Messerscheide bisher, habe ich das schon mal ausprobiert? Vor vielen Jahren mal. Nee. Nee, ich glaube, ich habe einmal so etwas versucht zu basteln. Einmal. Da war ich aber noch ein kleiner Stift, nicht der Rede wert. Aber hier, das schreit doch nach einem schönen, naja, wie ein richtiges Tanto eben. Mensch, Mensch, Mensch. Aber so an sich ist das nicht schlecht gemacht. Bis auf diesen scheiß Kleberückstand, der hier oben drauf ist, den man wieder abputzeln muss. Was mich immer tierisch ärgert, weil man damit etwas verhunzt. Oh, ich kann das gar nicht sehen. Das muss jetzt ganz schnell mal hier abgeschoben werden. Also von der Tsuba, wie es hier auf Japanisch geschrieben wird, wie ausgesprochen, weiß ich nicht. Na, jedenfalls das Stichblatt. So. Es bleibt immer trotzdem noch so ein leichter Klebefilm zurück, aber ich knubbel mal schnell diese Papierreste runter. So. Das ganze Ding ist natürlich ein bisschen eingestaubt, weil es da an diesem Stand schon seit was weiß ich wie vielen Jahren herumhängt. Deswegen tue ich auch immer kräftig im Preis verhandeln. Der kennt mich ja inzwischen schon. So. Ja, das Ding ist top in meinen Augen. Das sieht richtig gut aus. So. Und jetzt probieren wir mal, ob dieses Ding scharf ist, Freunde. Jo. Ja. Es gibt. Also ich meine, es ist ja auch mehr. Na, wie soll ich sagen? Ist ja nicht direkt ein Taschenmesser. Das ist mehr für grobe Arbeiten. Wie Ausweiden zum Beispiel. Diverser Zombies. Nicht etwas anderem. So. Vielleicht stark pigmentierter Zombies. So. Naja. So. So. Nein. Also es geht. Der Schnitt ist unsauber. Er ist leicht gerissen. Aber Freunde, es gibt Stumpferes auf dem Markt. Und zumindest der Schliff sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich was Grobes. Da hackt man mal eine Spitze in seinen Holzspäher unterwegs oder macht sich daraus ein Gestell, um seinen Topf anzubammeln in der Wildnis. Oder was kannst du damit noch machen? Einen Fisch einen Kopf abhacken, aber da hört es schon auf. Filetieren geht damit bestimmt nicht. Irgendwas Kleines anspitzen für einen mindermäßigen Pfeil, wenn ihr einen Bogen gebaut habt, also so etwas mit der Art könnte man damit machen. Fässt sich angenehm an, also ganz Tanto-typisch. Also ich würde mal so sagen, das Ding kommt direkt in die Vitrine. Hier wird ein bisschen entstaubt. Zack. Ja. Das Ding gefällt mir. Da habe ich nichts Verkehrtes gekauft. Da habe ich nichts verkehrt gekauft, finde ich. Was denkt ihr darüber? Mir gefällt der Griff. Der ist gut gemacht. Den Messing auf alt gemacht. Also nicht Hochglanz. Das gefällt mir. Naja, die Scheide geht gar nicht dafür. Das ist doch hier traditionell asiatisch. Da muss was Schickes hin. Ach, also da könnte man vielleicht doch mal was probieren zu bauen. Und das Ding ist mächtig. Das ist bestimmt 4 bis 4,5 mm starker Klingenrücken, wenn ihr hier mal drauf schaut. Also ein bisschen herumhebeln kann man damit schon. Und irgend so einen Kürbis könnt ihr damit auch abstechen. Kürbisse. Ich habe ja probiert, bei mir im Garten Kürbisse zu züchten. Freunde, um mal diverse Hieb- und Schnitttests zu vollführen. Also komischerweise, ich hatte einen einzigen dran. An zwei Pflanzen. Dann wurde es schon wieder zu kalt. Also der kleinere ist nichts geworden. Der ist dann den Weg des Komposts gegangen und bevor ich sagen konnte, dass ich den großen für Schnitttests benötige, hat dort Schwiegermutti schon ein leckeres Kürbiskompott daraus gezaubert. Zwar in einer leicht polnischen Variante, aber hat trotzdem geschmeckt und ich habe auch ein paar Gläser davon dastehen, weil also Kürbiskompott ist speziell, das mag nicht jeder, das ist mehr so auf Richtung süß-sauer. Aber im Sommer aus dem Kühlschrank heraus, wenn es richtig draußen warm ist, das habe ich schon als Stift gemocht. Na dann passt das Saure dazu, also süß-sauer.
Naja. Und schon war das Ding verarbeitet. Und nichts mit Abstechen und etc. Naja. Tomaten war dieses Jahr auch äußerst mäßig. Ich hatte für Schusstests irgendwie 2 Stück benutzt und dann der Rest wurde ein bisschen gegessen. 2-mal Salat und da war die Tomatenernte schon rum. Die anderen blieben grün am Strauch. Also dieses Jahr war durchwachsen mit Tomaten, sage ich mal ganz ehrlich. Selbst die Nachbarn hatten kein Glück als Selbstversorger. Na gut, ihr wisst ja, deswegen eben Hieb- und Schnitttests, naja. Mangelhaft, gebe ich zu, dieses Jahr. Leute, schaut mal auf die Kanalinfo. Wir stehen wirklich relativ kurz vor der Tausendergrenze. Danach gibt es natürlich ein schönes Special-Video, wo ich dann offenlegen werde, was ihr zu erwarten habt, wenn ihr solch einen Kanal vielleicht doch monetarisiert bekommt. Wobei ich jetzt inzwischen schon leicht daran zweifle, bei den Videos, die wir machen, die auf YouTube nicht mehr so beliebt sind. Da könnt ihr euch Mühe geben ohne Ende. Naja, gefällt mir, kommt in die Vitrine. Und gefällt mir wirklich, die gesamte Form ist schön. Naja, ich lasse mir mal das durch den Kopf gehen, wie wir mal auf die Schnelle da eine schöne Holzscheide basteln. Na gut, Freunde, das war's erstmal hier mit der schönen Waffe. Tschüss, Freunde.